Die Nachfrage nach großen Bandrechen für Traktoren und leistungsstarke Zweiachsmäher steigt. Das bestätigt auch der Vorarlberger Landmaschinenhändler Wohlleib. Er verkauft die Bandrechen der italienischen Firma Molon. Weil sich der Händler aber mit Standardlösungen nicht zufrieden gibt, rüstet er das Gerät mit einigen Zusatzaufbauten aus. Dazu gehört ein Tastradfahrwerk und ein Seitenräumschwader. Diesen getunten Bandrechen haben wir in der Praxis getestet. Die Basismaschine ist ein 2,6 Meter breiter Bandrechen aus der Baureihe Pro von Molon. Diese Maschinen wurden speziell für größere Trägerfahrzeuge konzipiert. Sie zeichnen sich durch einen stärkeren Rahmen, breitere Riemenbänder und 6 Zinkenpaare pro Reihe aus. Von der Arbeitsqualität waren unsere Testfahrer begeistert. Die 6 Doppelzinken erlauben eine höhere Fahrgeschwindigkeit und steigern die Leistung spürbar. Um den Komfort zu steigern, baut Wohlleib einen selbstentwickelten Schwartformer auf, der sich bequem vom Fahrersitz aus hydraulisch verstellen und klappen lässt. Die Klappgeschwindigkeit lässt sich mit einer Drossel einstellen. Für eine bessere Bodenanpassung rüstet Wohlleib den Bandrechen mit einem selbstentwickelten Tastradfahrwerk aus. Die integrierte weiße Dreieckeaufnahme ermöglicht einen schnellen Gerätewechsel. Der Bandrechen ist mit einem Kettenoberlenker in Längsrichtung beweglich aufgehängt und wird von 2 Federn entlastet. So kann sich das Gerät unabhängig vom Trägerfahrzeug dem Boden längs und quer zur Fahrtrichtung anpassen. Das Futter wird dadurch viel sauberer aufgenommen. Die Arbeitstiefe stellt man über die Tasträder ein. Einziger Nachteil: durch diesen speziellen Anbaubock verlagert sich der Geräteschwerpunkt nach vorne. Systembedingt ist beim Bandrechen die Arbeitsbreite geringer als die Transportbreite. Deshalb montiert Wohlleib vorne rechts am Gerät den patentierten Seitenräumschwader des Schweizer Herstellers Kuriger. Eine rotierende Trommel mit 6 Gummilappen und zusätzlichen Räumzinken transportiert das Futter zum Bandrechen. Damit vergrößert sich die effektive Arbeitsbreite um 40 bis 50 cm. Die Transportbreite bleibt gleich. Ein weiterer Vorteil: die nach innen rotierende Trommel grenzt das liegende Futter exakt ab. Das Ergebnis ist ein schöner, gerader Abschluss. Vor Hindernissen sollte man sich aber in Acht nehmen. Vom Fahrersitz aus kann man die Gummilappen nämlich nicht sehen. Ein Tastrad führt die Trommel über den Boden. Mit einer kleinen Gelenkwelle an der Riemenscheibe des Bandrechens wird der Seitenräumschwader angetrieben. Die Trommel kann in der Höhe stufenlos verstellt werden. Unser Fazit: die Zusatzanbauten am Bandrechen machen durchaus Sinn. Sie steigern die Schlagkraft, den Bedienkomfort und die Arbeitsqualität. Die ganze Technik hat aber ihren Preis. Der Molon Bandrechen kostet 6.516 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Der Seitenräumschwader 4.476 Euro. Für den Anbaubock verrechnet Wohlleib 2.145 Euro, für den hydraulischen Schwartformer weitere 1.506 Euro. Damit hat das Gerät in der von uns getesteten Ausführung einen Listenpreis von über 14.000 Euro. Den ausführlichen Praxistest mit allen technischen Details und Ergebnissen finden Sie in der Landwirt-Ausgabe 3 2014.